erstmal kurz vorstellen, denn einige werden mich nicht kennen. Ich leite das Zentrum für Bewusstseinsentwicklung, das von Dortmund nach Magdeburg jetzt gerade am Umziehen ist. Dieses Zentrum geht aus vom Komitee zur Überwindung der materialistischen Weltanschauung. Und dieses Komitee sitzt in der Schweiz, in Zürich. Außerdem, das wissen sicher einige, bin ich bis vor kurzem allerdings Vorsitzender der Partei Grundeinkommen und Volksentscheide gewesen, denn diese Partei schließt sich der Alternative für Deutschland an, jetzt im Mai. Das nur kurz zur Information, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Nun zum kürzesten Weg. Wer sich damit beschäftigt hat, wie man etwas umsetzen kann, der weiß, von morgen auf heute geht es nicht. Einige, habe ich gemerkt, sind ja hier, vielleicht nicht die jetzt gerade anwesend sind, aber die im Internet geschrieben haben, sehr ungeduldig und wollten praktisch schon morgen eine Umsetzung sehen. Das ist also nicht möglich, aber es gibt einen recht kurzen Weg, zwar noch nicht ganz zu beschreiten, aber das ist wirklich der kürzeste und das ist der bundesweite Volksentscheid über die Ahlsfelder Beschlüsse. Das wäre möglich, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Natürlich muss man vorher alle Menschen in Deutschland informieren, dass es einen Volksentscheid gibt über diese Ahlsfelder Beschlüsse und die müssen natürlich dann entsprechend bekannt gemacht werden. Das wäre alles möglich durch Fernsehen, durch Radio, durch Presse und natürlich auch speziell durch die Regionalgruppen. Das ist eine sehr gute Sache, dass man diese Gruppen jetzt gründet, denn das ist wirklich ein Grundstock, der nötig ist, um zum Beispiel einen bundesweiten Volksentscheid vorzubereiten. Nun, eine zweite Bedingung ist erforderlich und das hängt mit der Bewusstseinsschwingung der Menschen in Deutschland zusammen. Man kann einen Volksentscheid nur zum Erfolg führen, wenn die Schwingung, die von den Ahlsfelder Beschlüssen ausgeht, vom Volk, vom durchschnittlichen Bewusstseinsstand oder Schwingung des Volkes ungefähr gleich ist. Es darf also kein zu großer Unterschied sein. Ist das annähernd gleich, dann kann man solch einen Volksentscheid einleiten und die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Mehrheit des Volkes die Ahlsfelder Beschlüsse annimmt, wäre sehr, sehr groß. Aber wir wissen ja, der bundesweite Volksentscheid ist leider noch nicht möglich, denn er wird bis heute verhindert durch die Mehrheit von CDU und FDP. Nun kann man sagen, ja, warten wir mal die nächste Bundestagswahl ab, vielleicht wird es dann anders und dann können wir den Volksentscheid durchführen. Da sehe ich leider keine große Chance, denn FDP und CDU werden ganz sicher zusammen über 40% kommen und nur wenn im Bundestag 2/3 der Bundestagsabgeordneten dafür stimmen, wird der bundesweite Volksentscheid eingeführt. Das ist aber ja der jetzigen, im September erfolgten Bundestagswahl nicht möglich. Also müssen wir uns noch gedulden oder wir müssen, wie das ja verschiedene Vereine machen, bekannt machen in Deutschland, dass die CDU und die FDP die Verhinderer von bundesweiten Volksentscheiden sind. Und dann könnte es eventuell, aber das ist ja fraglich, diese Prozentzahl, die unter 33% sinken, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Was bleibt dann noch übrig? Was können wir dann machen, um die Umsetzung voranzutreiben? Es gibt eine Möglichkeit und das ist, dass hier der Aufbruch Gold-Rot-Schwarz in eine Partei verwandelt wird.
Und diese Partei könnte dann an der Bundestagswahl teilnehmen. Allerdings muss man wissen, um mit Erfolg teilnehmen zu können, auf 5% mindestens zu kommen, muss man in Deutschland, ich bin seit 1975 politisch aktiv, muss man mindestens 5000 aktive Mitglieder haben. Und das hat der Aufbruch natürlich vorerst mal nicht. Also so schnell geht es dann auch nicht. Aber das wäre ein Weg. Aber es gibt dann noch einen anderen Weg, das ist der, dass man sich zusammenschließt mit anderen Parteien und mit einer anderen Partei, die doch Aussichten hat, auf 5% zu kommen. Natürlich ist klar, da kann man die Beschlüsse nur zum Teil einbringen. Das ganze Programm wird ganz sicher nicht angenommen werden von einer anderen Partei, aber wir haben in Deutschland jetzt zwei Parteien, die offen sind für neue Ideen, für Vorschläge, für Programmänderungen. Und Sie kennen sie alle, das sind einmal die Piraten und zum Zweiten die Alternative für Deutschland. Diese beiden, wer sie nicht kennt, sollte sich mit denen beschäftigen. Der wird feststellen, das sind wirklich Parteien, die offen sind, wo man Verschiedenes, was hier besprochen wurde und angenommen wurde, eingebracht werden kann. Das sollte man sich überlegen. Ich persönlich habe mich für die Alternative für Deutschland entschieden. Warum? Weil sie die einzige kleine Partei, bis jetzt kleine Partei ist, die auf 5% kommen wird. Bei den Piraten ist es fraglich. Denn die liegen zurzeit in Umfragen bei ungefähr 2,5%, während die Alternative für Deutschland bei 6,9% nach den neuesten Umfragen liegt. Ja, das wollte ich an und für sich, wir können dann, wenn noch Zeit ist, noch darüber diskutieren. Das wollte ich hier kurz vortragen. Ich glaube, das Wichtigste habe ich genannt. Wenn noch Fragen sind, dann bitte. Meldung. Ja, dann bitte Meldung, wenn da Fragen sind. Dann macht Meldung. Ja. Also ich glaube, kommt noch nichts. Was möchten Sie? Eigentlich haben wir keine Zeit. Nein. Bilateral fragen. Ja, oder? Okay. Kommt ihr nach vorne hier? Nee, wir haben jetzt keine Zeit. Dafür. Ich glaube, das war deutlich genug. Ja, wer kann denn laut sprechen, dass man es hört? Nein, wir haben es doch gerade gesagt. Wir haben keine Zeit. Es geht 10 Minuten rum. 10 Minuten rum. Sorry. Fragen bilateral also, stellen. Dankeschön. Ich denke auch, dass wir mit der Parteipolitik, die wir derzeit haben, das System nicht, dass da nicht die Bereitschaft ist, das System zu ändern. Okay, vielen Dank. Wo ist die Lady? Ja, genau. Alles da. Und wir möchten jetzt. Im Grunde, wo sind die Zettel? Da kommen sie, okay. Thomas, ich möchte dich bitten, dass du jetzt vielleicht ein bisschen größer auch auf uns gehst. Vielleicht können wir es fürs Video mit verwenden. Also wir haben, Michael und ich, einmal überlegt, Medien in der Mitte, ein Mikrofon noch, wir haben schon mal was vorbereitet. So, wenn wir jetzt bei Null anfangen mit einer Botschaft an die Spanier, dann schaffen wir es heute nicht, da irgendwas zustande zu bekommen. Natürlich kann man alles diskutieren und man kann sagen, es ist jetzt nicht basisdemokratisch. Wir tragen es mal vor. Wenn es wichtige Einwände gibt oder wichtige Änderungen, können wir das gerne noch reinnehmen, aber kommt doch in die Mitte. Wir tragen das einfach mal so vor wie als Vorschlag. Ne? Und dann ist die Frage, ob sich alle dazu bekennen können und ob wir dieses Video so rausschicken wollen. Ja? Das Video selber ist ein Begriff, was die Spanier gemacht haben. Habt ihr euch angesehen und insofern war jetzt die Idee und deswegen nicht böse sein, dass wir, weil wir eben massiv hinter der Zeit jetzt schon hängen und nachher auch unser Gewicht in den beiden Arbeitsgruppen und die Diskussion auch in aller Ruhe dort einbringen wollen, jetzt zu dem Zeitpunkt einen Punkt nicht diskussionsmäßig aufbrechen können, der in eine andere Arbeitsgruppe reingehört. Dann schmeißt man, das ist zwar jetzt vielleicht sehr formalistisch, aber wir haben einfach das Problem, dass wir dann hier
zeitlich nochmal in Riesenschwierigkeiten kommen. Ich finde es auch dann wiederum, fände ich es den der Arbeitsgruppe gegenüber, die sich mit Staat und Recht und mit der inneren Verfassung dieses Landes befasst und auch schon befasst hat, nicht fair gegenüber, wenn wir jetzt hier quasi aus dem Bereich eine Separatdiskussion führen. Und da muss man viel diskutieren. Also wir haben, die wir hier stehen, zum Thema Parteien eine ganz dezidiert negative Position. Und das kann, könnt ihr anders sehen, kann auch die Arbeitsgruppe anders sehen. Aber dann sollten wir es auch wirklich in aller Ruhe in der Arbeitsgruppe dann auch wirklich diskutieren. Und deswegen jetzt den Schwerpunkt auf die Antwort an die spanischen Freunde. Da gibt es jetzt, wie Joe schon gesagt hat, einen Textvorschlag, den wir jetzt einfach mal vortragen im Wechsel. Das, was ich heute Morgen gesagt habe, die Idee wäre dann, dass die Passagen, die wir jetzt im Wechsel aufsagen, wenn die Konsens fänden, auf einer breiteren Basis, wir brauchen ja insgesamt nachher, wie gesagt, etwa 30 Mitspieler von euch vorgetragen werden. Wir wollen das bunt mischen, wir wollen möglichst junge, möglichst alte Frauen und Männer, also eine schöne bunte Mischung haben und das dann nachher gemeinsam vortragen und auf die Art und Weise schön zusammenschneiden und dann ins bei YouTube reinstellen, sodass die Spanier eine spanische Antwort bekommen, da ihr gleich sehen werdet, dass der Text die Zyprioten und die Griechen ein Stück weit mit umarmt und mit anspricht, würden wir es auch auf Griechisch reinsetzen und was sonst noch an Übersetzungsmöglichkeiten da ist, da haben wir ja Gott sei Dank jetzt wirklich tolle Unterstützung und Möglichkeiten, dass es dann eben die Italiener, die Franzosen sind gleichermaßen letztendlich von diesem Thema betroffen, dann ebenfalls in diesen Sprachen übersetzt werden kann. Und sollte es jetzt Bedenken geben, völlig in Ordnung, da können wir an einzelnen Dingern natürlich rumfeilen, das ist auch klar. Wenn nicht, arbeiten wir das so ab. Bitte. Ich hatte gestern darum gebeten, das Video zu wiederholen, weil es gestern sehr unruhig war und sehr schnell ging alles. Okay. Ja, da haben wir etwas die Zeit nicht für. Ne? Oder vielleicht können wir es in der Mittagspause. Ja, machen wir in der Mittagspause. Ja, nee, ist doch in Ordnung. Dann lassen wir es einfach in der Mittagspause nochmal laufen. Ist ja kein Problem. Dann muss man halt verdauen und gleichzeitig gucken. Okay. So, wir tragen mal vor, was wir vorbereitet haben. Wir gucken dazu auch in die Kamera. Die ist da. Und ich fange dann mal an. Hola, ey, buenos dias. Leider sprechen wir nicht so gut Spanisch, aber tatsächlich soll dieses eine Antwort auf das spanische Video sein, das an uns Deutsche gerichtet war. Seit vielen, vielen Jahren sind wir Deutsche gerne Gäste in eurem wunderbaren Land. Immer wieder haben wir die Menschen, die herrliche Landschaft und Natur, eure großartige nationale Kultur und Tradition, euren Stolz und die Freundlichkeit sowie die spanische Gastfreundschaft schätzen und lieben gelernt. Wir verstehen das Video sehr gut, aber möchten darauf hinweisen, dass unsere Politiker keineswegs eine Politik im Interesse der Menschen in Deutschland machen. Merkel und Schäuble sind nicht Deutschlands, sie stehen nicht für den Willen des deutschen Volkes. In allen Fragen der EU-Bürokratie, des Euros, der Bankenrettung, des Abbaus von Demokratie und staatlicher Souveränität sowie der Zerstörung der europäischen Nationen handelt sie ohne jegliche demokratische Legitimation und gegen den erklärten Willen des deutschen Volkes. Sie vertreten nicht Deutschland und die Deutschen, sondern sie sind ein Handlanger. Sie vertreten nicht Deutschland und die Deutschen, sondern sie sind ein Handlanger ausschließlich des großen Geldes und der Brüsseler Machthaber, einer demokratiefreien EU-Junta. Tatsächlich geraten wir immer wieder in die Abhängigkeit der Hochfinanz und die Folgen spüren wir alle. Also wenn wir es nachher nochmal sagen, das muss EU-Junta heißen. Junta, ja. Mach's nochmal einmal richtig, dass wir es im Kasten haben zu alle. Ja, nachher jemand anderes nochmal machen. Jetzt haben wir es einmal drin. Sie vertreten nicht Deutschland und die Deutschen, sondern Sie sind ein Handlanger ausschließlich des großen Geldes und der Brüsseler Machthaber einer demokratiefreien EU-Junta.
Ich kann das nicht so auf Knopfdruck, weißt du? Das ist einfach was auf uns, ne? Die Älteren erinnern sich, was eine Chunta ist. Das wird alles nicht geschnitten, ne? Tatsächlich geraten wir immer mehr in die Abhängigkeit der Hochfinanz und die Folgen spüren wir alle. Überall werden die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer und es wird so weitergehen, wobei die Superreichen nichts mit irgendeiner Nation zu tun haben und keine Loyalität haben zu den Menschen in irgendeinem Land. Wir bedauern zutiefst eine von Merkel und Schäuble mit zu verantwortende Ausbeutungs- und Ausplünderungspolitik gegenüber euch Spaniern und anderen Ländern. Es ist eine Politik des von der Hochfinanz praktizierten Finanzfaschismus, der heute Griechenland, Zypern und euch Spanier betrifft und euer Land zerstört und der morgen auch uns Deutsche erreicht und auch uns komplett ausplündern und enteignen wird. Durch das Zins- und Zinssystem, Das ist jetzt die Resonanz. Kannst du nicht arbeiten. Durch das Zins- und Zinssystem, durch Spekulation und Tricksereien werden einige wenige extrem reich, ohne dafür irgendwelche Werte zu schaffen. Wir alle leiden darunter, ebenso wie die Natur. Teile und herrsche ist das Spiel dieser Hintergrundmächte, die die Politik in Deutschland ebenso bestimmt wie die in Spanien, Griechenland, Zypern und sonst wo auf der Welt. Wir Menschen aus unterschiedlichen Ländern sollten uns nicht gegeneinander richten, sondern verstehen, was die wirklichen Hintergründe sind, dass überall immer mehr Armut und Zwangslagen entstehen. Wir Völker Europas sitzen also im selben Boot und sehen uns dem Totalangriff des Finanzfaschismus und des Großkapitals ausgesetzt. Und deswegen lassen wir uns nicht gegeneinander aufhetzen, aufwiegeln und lassen es nicht zu, dass Gehass zwischen unseren Völkern entsteht. Wir verstehen es natürlich sehr gut, dass es Unmut erzeugt, wenn Merkel und Schäuble euch vorschreiben, wie ihr leben sollt. Wir haben hier eine breite Bewegung von Menschen, die die aktuelle Politik für zerstörerisch und lebensfeindlich betrachten und Lösungen für eine bessere Politik formulieren. Es gibt viele andere Bewegungen in Deutschland, genauso wie in anderen Ländern. Lasst uns zusammenkommen und das Gemeinsame bestärken, die Freundschaft unter den Völkern und den Respekt der Menschen untereinander und vor der Natur. Wir Deutsche wollen in Frieden und Freundschaft mit euch Spaniern und allen anderen Völkern leben, in guter Nachbarschaft und in fairer Partnerschaft. Und anders als es die Pläne der EU-Diktatoren vorsehen, wollen die Völker Europas jeweils ihren eigenen nationalen Weg gehen. In einem spanischen Spanien, einem deutschen Deutschland und einem griechischen Griechenland und fordern daher das Ende der die Nation vernichtenden Brüsseler Gelddiktatur. In unzerstörbarer Freundschaft und Liebe rufen wir Deutschen unseren spanischen Freunden zu. Gemeinsam werden wir siegen, venceremos, und indem wir die Völker das wollen und aussprechen, haben wir schon gesiegt. Und wir grüßen euch in allen Ländern mit der Liebe unserer Herzen und der Hoffnung für eine liebevollere Zukunft. Gracias. Gracias. Also ich nehme das mal als breite Zustimmung zu dem Video. Natürlich könnten wir jetzt noch dran basteln und wer was Wichtiges hat, kann man drüber reden, aber Sie sollten uns da nicht verzetteln. Sind wir damit einverstanden, dass wir dieses Video vielleicht nochmal mit anderen Sprechern aufnehmen und dann ins Netz stellen? Also mit einverstanden? Ja. Ah, da kommt schon die ersten Bedenkenträger. Positive Formulierungen. Es sind sehr viele negative Formulierungen dabei. Ja. Okay. Also wir können hier eine Arbeitsgruppe bilden, die sich mit dem Video heute Nachmittag befasst. Da kann natürlich noch auch anderes rein, vielleicht, dass man auch noch Transparente irgendwie malt oder Texte oder irgendwas malt. Oder. Also ich finde das sehr, sehr schön, wenn ihr die Inspiration mit reinbringt und dafür haben wir den Nachmittag. Und bitte
ne, nicht in so eine elendliche Diskussion verfallen, sondern konstruktiv eure Vorschläge rein und dass es ein Gemeinschaftsprojekt wird. Das wäre mein Herzensanliegen bei dieser Sache. Dass ihr eure Energie, was ihr da reingeben wollt und könnt, reingebt. Und gestern, die meinten, sie wollten noch Herzen mitbringen oder sonstige Sachen oder Bilder. Ich würde gerne eine Aufnahme machen, wenn wir dieses, wir grüßen euch alle in allen Ländern mit der Liebe unserer Herzen, dass wir vielleicht, wir alle aufstehen und das aufnehmen, die Herz, die Hand aufs Herz, Hand aufs Herz. Können wir es eben aufnehmen? Ich habe eine Kamera da, ich habe da mal was vorbereitet. Sind alle mit einverstanden? Dann steht doch mal auf und dann nehmen wir das auf. Wir grüßen euch mit der Liebe unserer Herzen. Einige wissen nicht, wo das Herz ist. Das ist auf der linken Seite, ne? Der aber nicht an der Schulter, das ist... Also der Schulter ist in der Mitte. Und das Neue ist ein bisschen höher. Aber trotzdem nicht am Schlüsselbein, immer noch etwas tiefer. Haben wir es jetzt. Ja, okay. Scheint noch Unsicherheit darüber, danke, anatomisch zu bestehen. Also, es ist natürlich bei dem Thema schon klar, dass es eine Gratwanderung sein wird zwischen, ich sag mal, liebevollen, positiven Bemerkungen, die in jedem zweiten Satz drin stecken, auch ganz bewusst, aber natürlich auch bestehender Kritik an dem herrschenden System. Also wir können es auch nicht schönreden. Die Völker werden im Augenblick gegeneinander aufgehetzt und da müssen wir auch ein paar deutliche Worte sagen. Trotzdem, ich sehe deinen Punkt, dass wir positive Formulierungen formulieren müssen. Aber ich persönlich fände es schon wichtig, dass wir uns also beispielsweise von Figuren wie Merkel und Schäuble auch klar distanzieren und auch deutlich machen, dass die nicht dieses Volk repräsentieren. Und das muss auch mal gesagt werden. Ja, bitte. Das ist so eine Aussage, die irgendwoher gekommen ist, aber ich glaube, es ist wirklich so, das Unterbewusstsein versteht schon ein deutliches Nein sehr wohl. Ja. Also das ist so ein Glaubenssatz, der irgendwoher kommt, aber ich teile den nicht unbedingt. Natürlich, eben, natürlich generell ist es sinnvoll zu beachten, dass natürlich wir das ausdrücken sollten, was wir haben wollen und nicht das, was wir nicht haben wollen. Aber in diesem Fall können wir nicht ganz darüber hinweggehen, darzustellen, dass eben viele Dinge... Ganz kurz dazu, die Lösung daran liegt in konstruktivem Beitrag, wie der Satz heißt, und dann fühlt, welcher Satz hört sich stimmiger an. Und dann also, findet das wir kann ganz ja an den Arbeitsgruppen auch noch bearbeitet werden. Okay. In den Gruppen, ja. Also genau anschließend, Michael, möchte ich sagen, dass... wir dann auf keinen Fall, wir sollen es vermeiden, von unseren Politikern zu sprechen. Denn ich kann mich hier auf der einen Seite distanzieren und dann sagen, das sind unsere, das sind nicht unsere Politiker. Sonst würden wir nämlich unsere Interessen vertreten. Ja, schön. Probiert das aus. Wir hatten das ja ganz viel hier auf der Bühne. Neue Wortschöpfungen. Das nicht nur ja, Wertschöpfungen, auch Wortschöpfungen. Was sind das denn? Bearbeitet Nein. das. Ich denke nur, es ist sinnvoll, dass wir eine Grundlage haben und nicht bei Null anfangen. Ja. Ne? Also da können wir gerne dran an Formulierungen feilen, aber nicht alles komplett umschmeißen. Ne? Und wenn was Wichtiges dazu... Ja. Ist ja auch sehr gut, dass wir es... Okay, wir müssen nur daran denken, dass wir in der Arbeitsgruppe auch die Zeit mit einbauen, in der dann zum Schluss die Aufnahme gemacht wird. Also, dass wir jetzt nicht 2 Stunden uns die Köpfe einreden, wir brauchen, da ist auch ein bisschen für den Thomas ein bisschen Regie nötig, dass wir vielleicht uns im Kreis aufstellen, ein bisschen so in einer Runde zusammenstellen und dann das Stück für Stück das Blatt rumgehen lassen und dann vortragen, dass wir viele Gesichter haben, viele Absender, die das vertreten. Da brauchen wir, bis das im Kasten ist und alles wirklich stimmt und vielleicht mal 2 oder 3 Durchgänge nötig sind, locker eine halbe Stunde. Bitte das nur nachher mit berücksichtigen und mit einbauen. Jetzt hattest du dich noch? Ja, ich wollte fragen zum Abschluss, ob ich noch einmal musikalisch die Position der NWO einnehmen dürfte mit dem Lied Gedankenpolizei, wo ich noch einmal als Elite darstelle, was ich mit euch Böses vorhabe.
Ich finde es ein cooles Angebot. Wir haben schnell gelernt, hast du gemerkt? Wir wollen nichts Negatives mehr. Ja. Das einzige Negative ist jetzt, dass das Essen etwas verzögert ist, weil der Ofen kaputt ist. Das heißt, wir können noch ein bisschen... Ich möchte auch kurz nochmal... Ja. Kannst du sein Wachsam von Reinhard May? Also das ist zum Beispiel... Super. Ja, mach das doch, komm. Anke, du hattest dich noch... Ja. Ah, danke für die Wertschätzung. Ja. Wir haben versucht, das auszudrücken, was ihr vielleicht alle mittragen könnt. Aber wie gesagt, wir können noch ein bisschen. Ich wollte auch noch kurz ankündigen, also wir haben auch noch den Workshop für Angstbewältigung heute. Wer heute neu dazugekommen ist, hat das noch nicht gehört. Das, ja, so wie Joe gestern auf mich reagiert hat, ja. Wenn auch was zukommt, wir erstmal zusammenzucken, wer diesen Reflex noch in sich hat, da gibt es heute Nachmittag die Gelegenheit, bei Lüder Blume einen Workshop mitzumachen. Da sitzt der schon mal. Genau. Dann haben wir auch nochmal Agnihotra. Bernd Frank ist auch heute Nachmittag nochmal da, weil der Interesse hat, nochmal Informationen zu bekommen, da hinten. Nach der Mittagspause kommen die nochmal auf die Bühne und dann geht ihr in die Einzelne. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Wir könnten schon mal einen Überblick verschaffen, wer in welche Arbeitsgruppe gehen möchte. Denn wir haben jetzt doch einiges zur Auswahl. Also wir haben die Arbeitsgruppen Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Medien. Medien. Und Kommunikation. Kommunikation. Dann haben wir... Viva la Kommunikation. Bilder malen auch nochmal mit Johanna. Okay. Dann haben wir die Arbeitsgruppe für das Video. Also, wo fangen wir an? Wer möchte in Außenpolitik und Sicherheit in der Arbeitsgruppe mitmachen? Hände hoch. Keiner. Michael macht das alleine oder was? Einer, zwei, ja. Drei. Ja, es ist aber überschaubar. Gut. Wer will in der Gruppe Medien mitmachen? Das sind 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Doch, werden doch mehr. Ja. Nein, das... Also, um den Arbeitsbeschluss zum Thema, die Weiterentwicklung genau, die Medien sind natürlich ganz entscheidend bei allem, was passiert, weil die Medien uns das verkaufen, in dieser Welt eben Propaganda verkaufen und wir wollen das natürlich ändern. So, dann, wäre gerne in der Arbeitsgruppe zu diesem Video für die Spanier, um der Ofen explodiert wird. Wer möchte da noch mitmachen und dann vielleicht auch vor die Kamera schon mal vielleicht einen Satz sprechen? Und so. Sind auch ein paar, okay. Was haben wobei wir ich mir vorstelle, dass wir vielleicht mit den, also da wir bei der Außenpolitik eigentlich ziemlich weit sind, es ein paar Ergänzungen noch gibt, die aktuelle sind, aber an sich vielleicht da, wenn es gut geht, relativ schnell durch sind, sodass wir dann mit der Außenpolitikgruppe noch mit zu der Filmgruppe dazukommen können, dass also diejenigen, die da jetzt bei der Außenpolitik sind, denken, gut, das ist ja auch so, es ist ein Stück Außenpolitik, ist ein Stück praktische Außenpolitik, die wir hier machen. Wir werden uns also versuchen zu beeilen in der einen Arbeitsgruppe und dann zu euch in die Filmarbeitsgruppe kommen. Ja, dann Angstworkshop. Jo, super. Ich danke euch. Das ist das wichtigste Thema, was wir uns angucken können. Auch nochmal gerade Appell an alle, die bei der letzten Konferenz bei Recht und Sicherheit noch ganz viel Ängste hatten. Es macht mir ein bisschen Angst, aber ja, wir müssen da durch. Du, dich schicke ich da auch hin. Okay. Welche Arbeitsgruppe haben wir noch? Agnihotra gibt es auch. Agnihotra? Von heute kein Sonnen. Aber ihr habt jetzt über die Mittagspause auch noch Zeit. Euch und Kunst und Kultur war doch das Schwerpunkt. Kunst und Kultur? War doch gestern. Ja, aber will er mal. Johanna, haben wir angekündigt. Ja, wer will da mitmachen? Ist nicht unbedingt nur, ist das allgemein gesagt. Kunst und Kreativität haben wir gestern, ne? Nö. Nicht? Nö. Hat er nicht gesagt? Doch, hatten wir gestern Abend mit Johanna. Als Arbeitsgruppe. Als Arbeitsgruppe. Das ist für Sonntag für heute angekündigt. Okay, stimmt. Ja. Haben wir geändert? Dann haben wir es ja nicht gemacht. Wir machen was dann jetzt. Also, es ist heute wieder ein Workshop mit Johanna für Kunst und Kreativität. Also es sollte ja, und gleichzeitig Film. Der Film ist auch Integration und Einladung an alle kreativen Menschen. Das ist mit dabei. Und also, wenn du jetzt sprichst, ganz persönlich da dein Kunstwerk. Vielen Dank, dass du uns das zur Verfügung stellst. Was weiß ich noch nicht, ich habe Angst. Das musst du sagen. Ich weiß ja nicht, was du gleich sagst. Soll ich Ihnen das geben? Weiß ich auch noch nicht. Okay.
Haut rein, sonst wird... Sonst wird die Suppe kalt. Nee, das hört noch nicht wahr. Gut, wenn wir dann da noch fangen, dann die Kunstgruppen... Überlegt euch sonst beim Mittagessen, wir müssen jetzt auch nicht mit der Brechstange, dann bilden sich die Gruppen irgendwie nachher spontan. Gut, bevor wir jetzt die Interpretation von Reinhard May noch einen Veranstaltungshinweis einer Veranstaltung, die auch relativ dicht an den Dingen dran ist, die wir hier besprechen. Umdenken 2012 macht am 22. und 23. Juni eine Tagung im hessischen Wallau. Das ist also gar nicht weit weg von hier, mit interessanten Gästen und interessanten Themen. Der Veranstalter Frank Grüning steht hier vorne, da kann man weitere Informationen bekommen. Ich will nur darauf hinweisen, es sind hier so ein paar Sachen angesprochen worden. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt euch an ihn wenden. Hier. Danke. So. Okay. Bühne frei für Reinhard May. Danke. Ich dachte, das läuft hier anders. Was ist das Problem? Doch, du hast das Mikrofon geklammert hier ohne. Also wie Reinhard May sagt, wenn man sich das anschaut, was die Herren da oben, eigentlich sind sie da unten, machen, dann ist es vorbei mit Abschillen, Daumencoolen und so. Ein Wahlplakat zerrissen auf dem nassen Rasen, sie böden mich an, die alten aufgeweichten Phrasen, die Gesichter von auf jugendlich gemachten Greisen, die dir das Mittelalter als den Fortschritt anpreisen. Ich denke mir, jeder Schritt nach dem verheißenen Glück ist ein Schritt nach ewig gestern, ist ein Schritt zurück. Wie sie das Volk zur Besonnenheit und Opfern ermahnen, sie nennen es das Volk, doch sie meinen Untertanen. Alles Leinen, das Schleinen ist nicht länger zu ertragen, wenn du erst lernst zu übersetzen, was sie wirklich sagen. Der Minister nimmt Flüstern, den Bischof beim Arm, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam, fall nicht auf sie rein, pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich an, wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Das Fernsehen an sie jammern nach den guten alten Werten. Ihre guten alten Werte sind fast immer die Verkehrten. Und die, die da so vorlaut in der Torrunde strampeln, sind es die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln. Der Medienmogul und der Zeitungstar, die schnitzen Böcke als gerne. Na wunderbar, sie rufen nach dem Kruzifix, nach Brauchtum und guten Sinn, doch ihre Botschaft ist nichts als Arsch und Tinn. Verdummung, Verhung, Gewalt sind die Gebote, ihre Götter sind Auflage und Einschaltquote. Sie biegen die Wahrheit und verdrehen das Recht. Zu viel gute alte Werte, echt, da wird mir echt schlecht. Sei wachsam, bring dir die Worte ein, sei wachsam, fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich an. Wenn du sie nicht nutzt, sei wachsam, merk dir die Gesichter gut, sei wachsam, bewahr dir deinen Mut, sei wachsam und sei auf der Hut. Es ist eine Riesenkonjunktur für Rattenfänger, für Trittbrettfahrer und Schmiergeldempfänger, für Selbstbediener und Geschäftemacher, Scheinheiligkeit geheuchelt und Postengeschacher. Sind alle hochgeachtet, uns anerkannt, nach den schlimmsten werden Flugplätze und Straßen benannt. Man hat den Hühner lieb, den Waffenschieber lässt man kaufen. Laufen, kein Pfeilchen Gras, aber eine ganze Giftgasfabrik kannst du dir kaufen.
Waschstrahl, das Land verseucht die Luft. Mach ungestraft den größten Schlager. Nur lass dich nicht erwischen bei Sitzblockaden. Man packt den Grünfried, doch das Umweltschwein genießt Kontrolle. Und die Polizei muss immer auf die Aufbruchleute hauen. Sei wachsam, bring dir die Worte ein. Sei wachsam, fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich an, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahre deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Wir haben ein Grundgesetz, das so den Rechtsstaat garantiert. Was hilft's, wenn sie nach Lust und Laune daran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Schädeltisch und nennt sich mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreich. Abteilung kehrt im gleichen Marsch, ein Lied und Heim ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt. Mikro auf. Keine Ahnung, was Motrats dazu. Wir sollen von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir setzen Flaggenzeichen, dürfen nicht beiseite stehen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch verschleißen können. Ja, er sprengt das hier, weil wir halten uns einfach nicht mehr dran. So, da funktioniert nichts mehr. Nur noch die Natur. Wir haben ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat garantieren. Was hilft, wenn sie nach Lust und Laune daran manipulieren? Die Scharfmacher, die immer von der Friedensmission quasseln und unterm Tisch und emsig mit dem Säbel rasseln. Der alte Glanz in ihren Augen beim großen Zapfenstreichabteilung kehrt im Gleichschritt Marsch, ein Lied und ein ins Reich. Nie wieder soll von diesem Land Gewalt ausgehen. Wir müssen Flagge zeigen, dürfen nicht beiseite stehen. Rein humanitär natürlich und ganz ohne Blut vergießen. Kampfeinsätze sind nun nicht mehr so ganz auszuschließen. Sie ziehen uns immer weiter rein, Stück für Stück. Und seit heute früh um 5 Uhr, leider schon seit viel länger, schießen wir wieder zurück. Sei wachsam, prägt dir die Worte ein. Sei wachsam, fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt dich an, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Ich sehe euch Leute, die mich nicht betrügen. Die will nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen. Doch verschon mich mit den falschen Ehrlichen. Die falschen Ehrlichen, die waren Gefährlichen. Ich hab Sehnsucht nach einem Stück Wahrhaftigkeit, ein bisschen Rückgrat in dieser verkrümmten Zeit. Doch sag die Wahrheit, du hast bald nichts mehr zu lachen. Sie werden dich ruinieren, exekutieren und mundtot machen. Erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen. Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen. Dann sag sie laut und schnell, denn das Sprichwort lehrt: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein verdammt schnelles Pferd. Bring dir die Worte ein, sei wachsam, fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt dich ab, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Pass bloß auf, doch vertrau dir selbst. Vielen Dank, Matthias Jonathan. Du hast immer wieder sehr schön musikalisch begleitet und sehr, mit sehr viel Witz. So, jetzt Essen fassen und bis 15:45, genau eine Stunde. Also guten Hunger und bis sehen wir uns dann wieder.